Mehrheit bevorzugt freie Arztwahl. Für die von der Bundesregierung geplanten Servicestellen zur schnelleren Terminvergabe für gesetzlich Versicherte besteht nach Ansicht der Kassenärzte in der Bevölkerung kaum Bedarf. Eine solche zentrale Lösung laufe dem Wunsch von 72% der befragten Bürger zuwider, nicht zu irgendeinem, sondern zu ihrem Wunscharzt gehen zu wollen, sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, am Mittwoch in Berlin. Eine zentrale Terminvermittlung könne solche Wünsche nicht berücksichtigen. Gassen bezog sich auf eine Studie der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag der KBV, die im April und im Mai 6.000 Bundesbürger befragt hatten. Also zum einen kann man als wesentliches Ergebnis der Umfrage konstatieren, dass bei über 90% der Versicherten, also der befragten Versicherten, das Vertrauensverhältnis zu ihrem Arzt als gut und sehr gut beschrieben wird und auch die Fachkompetenz einen ähnlich hohen Wert erreicht. Das ist natürlich für uns erstmal ein sehr erfreuliches Ergebnis, ist aber ehrlicherweise auch nicht viel anders als in den vorherigen Umfragen. Das heißt, auf einem sehr hohen Niveau besteht ein großes Vertrauen der Versicherten und Patienten in die ärztliche Versorgung.